Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fußballmeister 12. Mein Name ist Noe und ich tue mal kurz meine Uhr zurücksetzen und starte sie wieder. Ja, das ist der 13. Spieltag, genau. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir sind halt Borussia Dortmund, sind Zweiter. Wenn wir gewinnen würden gegen Bayern München in der Allianz, erinnere sich auch gerade, dann wären wir auch Erster. Mannschaftsstärke ist Bayern mit 910 Stärke natürlich. Wir Zweiter mit 868, ein kleines Stückchen eigentlich noch entfernt von den Bayern. Aber ich meine mal, die Jahre werden auch irgendwann nicht gerade ungeschützt an die Bayern vorübergehen. Jo, ein Topspiel. Wo wir, ich denke mal, uns auch sehr, beziehungsweise eigentlich unser Team sich weiterentwickeln wird. Was auch jetzt so auf die erste Sicht eigentlich wirklich nicht schlecht eingeschätzt ist. Machen könntest du vielleicht mal reden. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Das war einfach klar. Vielleicht mal mit Barrios reden, hat sich jetzt auch noch ein bisschen erholt, sich gerade von der Fitness her. Die Spielergespräch und den Topform. Gut, einmal frei. Ja, da sieht es doch schon mal wirklich nicht so schlecht aus. Chris Löwe, Marcel Schmelzer. Nehme ich tatsächlich mal mit und bringe ihn auch gleich mal. Aber so viel Unterschied war das jetzt auch nicht mehr so gewesen. Ach ja, Baukosten wollte man noch machen. Infrastruktur. Ach nee, wir wollten es nicht machen. Aber ich wollte mal so nochmal in die Finanzen reingucken. Kredit. Au, ich habe gerade was gelesen. Oh, 10, noch was. Und zwar der Vorstand erlaubt Ihnen eine Budgetänderung von 13 Millionen. Und zwar werden wir die auch wirklich mal ein bisschen versuchen zu investieren. Machen wir hier. 4,5. 5er. 4er. 4. Und legen wir hier noch was drauf. Doch noch hier so. Und machen wir zu Vorstand um Budgetänderung bitten. Genau. Hat es halt gleich erlaubt. Aber jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen, macht mir das schon ein bisschen Angst. Kursverlauf, wie sieht der aus? Hat sich nichts weiter verändert. Fananleihen wollen wir ja sowieso nicht eigentlich machen. Festlandanlagen haben wir gerade zu wenig Geld. Mitgliederkampagne. Dortmund hat genug Fans, erst einmal. Wenn wir doch mal jetzt hier noch in die Infrastruktur reingehen und werden das Vereinszentrum erhöhen. 7% Bonus bei Spielerverhandlungen. Maximaler Premium-Sponsor 2, maximaler Nebensponsor 4 und maximaler Co-Sponsor, lokale Sponsor 9. Erhöht sich eigentlich nur lokale Sponsoren. Machen wir auch nicht so. Gut, hätten wir das auch. Dann, was habe ich gerade noch gelesen? Ach ja, genau, Sponsoring. Ja. Wenn ich jetzt, ich könnte jetzt mal hier noch drauf gehen, mache ich auch gleich mal halt, bringe jetzt einfach alles mit in den Part. Und zwar hat man hier Sponsoren. Jetzt sieht man hier alle Sponsoren, alle Vereine von der Bundesliga in Deutschland. Und dann sieht man hier, was denn halt jeder kriegt zurzeit insgesamt genommen. Und da sieht man halt wirklich gleich am Anfang Bayern München mit 44,8, was natürlich mehr als das Doppelte ist, was ich jetzt hier kriege. Und halt Wolfsburg kriegt, glaube ich, sogar 25 Millionen vom Hauptsponsor, was natürlich in Wirklichkeit VW ist. Von wo wir uns ja wirklich ziemlich weit entfernt haben. Genau, hier können wir auch nochmal hingehen. Das nehmen wir gleich so an, fertig. Weil Geld ist Geld, so. Namensrechte haben wir auch noch nicht. Und wollte ich halt nur jetzt weiter drauf kommen, dass ich bei meinem eigenen Verein eine Gesamtsumme habe von, weiß gar nicht, 47 Millionen. Also es wird auch wirklich immer etwas mehr. Wenn ich jetzt aber hier schon die Laufzeit sehe, bricht es mich schon wieder etwas an. Aber okay, da können wir halt nichts dran ändern. Das passt. Wenn wir halt wirklich viele Jahre hintereinander erfolgreich sind, vielleicht irgendwann in der Champions League weit kommen, dann regnet es so wirklich etwas mehr Geld. Etwas schade ist halt nur, dass halt Borussia Dortmund schon an der Börse ist, sonst wäre es natürlich eine schöne, das ganze Geld reinheimsen.
Aber ist ja nur auch egal. So, starten wir jetzt gegen die Bayern. Ha, heute wird keinem Zweikampf zum Weg gegangen. Machen wir das mal. Herr Klöppel, das Spiel gegen die Bayern, FC Bayern München ist traditionell besonders wichtig. Spüren Sie den Druck vor einem solchen Spiel besonders? Die Spieler müssen heute alles geben und müssen mit dem letzten Blutstropfen kämpfen. Es geht um viel mehr als nur darum, ein Spiel zu verlieren. Unser Ehre steht auf dem Spiel. Das nehmen wir. Fanbeliebtheit bis 3. Glauben Sie, FC Bayern München ist ein Titelanwärter? Die machen. Pah. Der Weg zum Titel führt nur über uns. Ist natürlich, oh, jetzt mal nicht so schlecht gesagt. Ich meine, wenn sie jetzt gewinnen, ist es natürlich nicht zu Ende. Aber man hat, oder wie ich finde, man muss mit uns rechnen. Ist schon kein schlechtes Team, was hier. Oder beziehungsweise alle beide Teams sind keine schlechten Mannschaften. Oh, da führen schon die Bayern. Scheißen Dreck. Ein Robben. Eigentlich ein harmloses Tankstoff, ein Robben. Aber Roman Weidenfeller lässt den Ball davon abbrennen und macht damit Thomas Müller ein Angebot, das dieser nicht ablehnen kann. Ganz souverän schiebt er den Ball in die Mitte des leeren Tors. Verdammte Dreckscheiße. Marco Reus. Tja, Shinji. Muss ich Shinji bringen, ja. Schade. Ich bin hier Zwischstürmer. Mit ihm. Ulic und Thomas Müller sind hängen in der Stürmer. Lukas Varius hatte gerade 5,0, 4,5, ist natürlich schlecht. Ich denke mal, der wird wohl eine gute Chance vergeben haben. Ja, wir spielen eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Man hat zwar jetzt hier so vereinzelt ein paar schlechte Noten drinnen. Mal kritisieren. Motivieren. Ah, jetzt auch mal motivieren. Pischek habe ich gerade Dings gegeben. Wir haben noch so Ivan Perisic, müssen wir auch motivieren. Und schon mit Götze geredet, ja, Viola. Ich muss ein bisschen motivieren, so. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, warum ich jetzt unbedingt auswechseln sollte. Oder ich fahre ja jetzt noch nicht. Ah. Ja, die Bayern, die sind halt eher so oder ist es eher, bei mir kommt es immer persönlich so vor, die brauchen weniger Chancen wie der eigene Verein, wenn halt, sagen wir so, Dortmund gegen Bayern spielt, brauche ich immer mehr Chancen, um ein Tor mal zu erzielen. Ich nehme mal. Bring mal Lewandowski auf, wenn er schlechte Form hat. Aber Barrios ist schon ziemlich kaputt. Kann der vielleicht defensiv spielen? Nee. Kann der linker Verteidiger spielen? Nee, wir lassen das erstmal so. Taktik. Noch mehr Flügel und Abwehrreihe. Vorne. Ah, scheiße. Okay. David Alaba. Lass mich doch jeweils mal eine Tasse drücken. Einfach nur so. So, bam. Kurz vor der Tribüne, ja, schön.
Ja, es kam eine ganze Zeit nichts von Dortmund. Ja, jetzt greife ich wieder an. Mann, ey. Ja, es war ja fast klar. Aber 3-0. Gut, so hätte ich es jetzt nicht gedacht, dass das Spiel so zu Ende geht. Aber naja, okay. Ganz einfach zu viele Chancen nicht genutzt. Fit, Prellung für jeden Tag. Naja, gut, der hätte vielleicht den Unterschied halt auch nicht mehr gemacht. Aber ich rede mal mit Mario Götz hier. Ja, gut, schade. Ja. Der ist auch schon ganz schön was wert, der Kleine hier. Ja, sehen uns beim nächsten Mal. Also, lasst euch gut gehen, haut rein und tschüss.